Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Memento Mori mit dem Gecko Climber. Wir haben in der letzten Folge die Geheimtür endlich irgendwie aufgekriegt. Mit dem Mini-Hotspot hier unten, den wir ewig nicht gefunden haben. Jetzt gucken wir mal, was sich dahinter verbirgt. So, ich bin sehr gespannt. Und es lädt. Die Tür hat sich von selbst wieder geschlossen. Wenn mich jetzt hier jemand angreift, dann finden Nastankovic und seine Leute mich nie. Sehr uncool. Da ist ein Schalter. Das ist sicher der Mechanismus, der die Tür von innen öffnet. Sieht aus, als sei er vor kurzem erst repariert worden. Wahrscheinlich wollte hier irgendjemand rein. Jetzt wissen wir zumindest mal, wie wer auch immer das probiert hat, hier reingekommen ist. Können wir aufmachen? Ach so, okay. So, okay, dann müssen wir halt auf die Art und Weise hier wieder aufmachen. Gut, okay. Handyempfang ist hier wahrscheinlich sehr grottig. So, hier haben wir eine Leiter. Wir haben die alten Rohre, die Geheimtür. Die Tür sieht ziemlich solide aus, aber sie hat keinen Türknauf. Die muss irgendwie anders aufgehen. Gut, und wir haben einen Stein. Steine sind nie verkehrt, zumindest wenn es jetzt hier... Ein Stück Stein vom Fußboden. Na, den nehmen wir doch mal mit. Kann bestimmt nicht verkehrt sein. So, eine Brüstung. Guck mal doch mal runter. Die Brüstung sieht einigermaßen stabil aus. Jedenfalls mal stabiler als die Leiter. Wieso, was sagst du zu der Leiter? Das sieht alles ziemlich heruntergekommen und gefährlich aus. Okay, ich glaube, wir sollten das Seil nehmen und an der Brüstung. Nee. Gut, dann halt nicht. So, was haben wir hier in alten Rohren? Ein Ventil. Es ist ein bisschen verrostet. Da kann ich nicht viel machen. Gut, was haben wir hier noch? Da ist Isolierung. Mir ist nicht so ganz klar, was diese verrotteten Lappen eigentlich hätten isolieren sollen. Dann nehmen wir sie weg. Überraschenderweise sind die Lappen ziemlich trocken. Vielleicht kann ich die ja für etwas anderes verwenden. Ich könnte mal vorstellen, dass wir daraus eine Fackel bauen sollen. Später hinaus mit eiserner Schelle. Alte Rohre, die mit einer Metallschelle festgemacht sind. Gut. Ich muss das irgendwie loskriegen. Müssen wir? Ich weiß da noch nichts von. Na gut, probieren wir es mal mit dem Stein. Ich habe noch keine Ahnung für was, aber das sieht so aus, als müssten wir da... Ah ja, so, die können wir jetzt nehmen. Das wäre erledigt. So, hoppala. Jetzt habe ich es weggedrückt. Na gut, das ist mal sowas wie ein Brecheisen. So. Gut, ich glaube, hier sind wir fertig. So, okay, dann guck dir mal die Leiter an. Das sieht alles ziemlich heruntergekommen und gefährlich aus. Und ich denke, wenn wir jetzt hier runtersteigen, wird das... Du liebe Güte, das war wirklich knapp. Beinahe wäre ich abgestürzt. Okay, dann halt nicht. So, jetzt nehmen wir mal das Seil und... Ein Stück Seil von einem der... Ja, das wollte ich so eigentlich gar nicht. So, okay. Dann nehmen wir mal die Schelle und pappen die... Ich wollte es eigentlich an die Brüstung ranpappen. Isolierung an die Schelle. Eine schöne Fackel. Die brennt zwar nicht sehr lange, aber es reicht sicher, um zu sehen, wohin die Leiter führt. Okay, gut. Dann müssen wir das Ding anstecken. Und dann werfen wir den Spaß mal runter. So, dann gucken wir mal. Okay.
Ist auch nett. Der probiert jetzt da unten einfach irgendwas. Auf den ersten Blick sieht es da unten eigentlich sicher aus. Und der Korridor führt weiter. So, das heißt jetzt, wir springen hier runter? Nein, danke. Ich habe mir das letzte Mal fast das Genick gebrochen. Bevor die Leiter nicht festgebunden ist, klettere ich da auf keinen Fall nochmal runter. Okay, festbinden ist das Stichwort. Dann machen wir das doch. Gut, dass wir alles dabei haben. Ich hätte mich jetzt darunter abgeseilt wahrscheinlich. So, und da wir das wahrscheinlich auf beiden Seiten machen müssen. Nein? Gut, dann probieren wir es nochmal. Okay. So, ich hätte eigentlich jetzt gern die Fackel wieder zurück. Die Fackel, die habe ich doch gerade eben noch. Die geht gleich aus. Ich sollte mich besser beeilen. Okay, dann haben wir hier eine Tür. Hier ist sonst nichts. Da ist ein Rohr. Noch mehr alte Rohre. Sieht nicht so aus, als hätte sich jemand dahinter versteckt. Dann geht's hier weiter. Na, gehen wir mal gucken. Nimm die Fackel doch mit, du Depp. Na, egal. Okay, jetzt sind wir hier irgendwo in den Unterwelten gelandet. Hey, bleiben Sie, wo Sie sind. Kommen Sie ja nicht näher. Das meine ich ernst. Hat die lose Leiter noch nicht gereicht? Halt! Treten Sie von dem Gemälde zurück oder ich schieße. Das war wohl keine so gute Idee. Mit was denn, du Depp? Der Mann trägt eine Mönchskutte. Oder wenigstens etwas, was sehr danach aussieht. Wo bin ich da nur reingeraten? So, na gut, ich schätze, mit dem müssen wir jetzt mal quaken. Jetzt bin ich mal gespannt. Hopp. Lieber Gott, was mache ich hier nur? Aber trotzdem, wenn ich ihn kriege, ist Ostankovic hoffentlich zufrieden. Ganz ruhig. Ich habe eine Waffe. Ich komme jetzt rüber zu Ihnen. Versuchen Sie keine Tricks oder ich schieße. Entschuldigung, das wollte ich nicht wegdrücken. Hey, Polizei, rühren Sie sich nicht von der Stelle. Lieber Gott, was mache ich hier nur? Ah, das war das. Okay. Aber trotzdem, wenn ich ihn kriege, ist... Ganz ruhig. So, gehen wir mal hier rüber. Ich hab so ein scheiß mieses Gefühl. Wo rennst du denn jetzt hin, mein Freund? Komm mal hier. Halt! Keine Bewegung! Verdammt. Hoffentlich ist er nicht bewaffnet. Ja, ist okay. Die Polizei ist schon alarmiert. Sie haben keine Chance zu entkommen. Hören Sie! Gehen Sie besser, bevor Sie verletzt werden! Das hier geht sie nichts an! Verdammt, das führt doch zu nichts. Warte mal. Lassen Sie das Gemälde, wo es ist. Ich hoffe, ich habe jetzt was... Hui! Das war nicht gut. Sterben wir jetzt? Was war das jetzt? Komm, schaff dich doch mal da raus, Mensch. Okay, Petersburg, Russland. Ah, jetzt sind wir wieder in Lyon. 9 Uhr dienstags. Max hätte mich schon vor Ewigkeiten kontaktieren sollen. Er ist jetzt schon länger als einen Tag weg. Wo bist du, Max? Verdammt! Ach je, was haben wir jetzt wieder geschafft? So, dann geh mal ran, Lara. Svetlova, SWOA. Hier ist Pierre. Bitte, Lara. Sieh mal einer an. Wen haben wir denn da? Vielleicht solltest du dich mal wieder auf der Arbeit blicken lassen. Die Analyse, die ich gestern für dich durchgeführt habe. Genau darum geht's. Anscheinend hast du hier keine wirklich gute Arbeit gemacht. Ich selbst habe deine Analyse noch nicht gesehen, da ich immer noch unterwegs bin. Aber Charlotte ist wütend. Sie sagte, es war eine sehr fehlerhafte Analyse, bei den ganzen offensichtlichen Abweichungen der Fälschung vom Original. Pierre, es tut mir wirklich leid. Ich habe ehrlich mein Bestes versucht. Es ist sogar noch schlimmer. Diese Ratte von Demer hat ihr gesagt, dass du die Analyse gemacht hast. Deswegen ist Charlotte jetzt besonders sauer auf dich. Aber es war doch gar nicht meine Aufgabe. Ich weiß. Das habe ich ja auch gesagt. Aber mit deinen Qualifikationen hättest du das eigentlich schaffen müssen. Zum Glück kriegst du nochmal eine Gelegenheit dazu, denn ich brauche wieder deine Hilfe im Labor. Bist du verrückt, Pierre? Ich habe so schon genug Arbeit. Okay, dann machen wir eben einen Deal. Du hast doch mal in den Staaten gearbeitet, richtig? Kommst du vielleicht an ein paar Polizeiinformationen über den Tod von Professor Abramtschikow? Klar, kein Problem.
Ich habe immer noch ein paar Kontakte. Aber warum forderst du die Info nicht selbst an, als offizielle Interpol-Anfrage? Weil es keine offizielle Anfrage ist. Ist nur so ein komisches Gefühl. Ich habe den Professor persönlich gekannt. Oh, das tut mir leid. Klar mache ich das für dich. Vielleicht dauert es aber ein bisschen, weil ich gerade nicht in Lyon bin. Okay. Sieht aus, als hätten wir beide einen Deal. Du schickst mir alles, was du über Abramschikow herausfindest, und ich vertrete dich im Labor. Worum genau geht es denn dabei? Es gibt einen neuen Chromatographen im Labor. Und Charlotte möchte die Fälschung analysiert haben, um mehr Informationen zu bekommen. Demir macht die Analyse, aber du musst den Chromatographen kalibrieren. Sollte kein großes Problem für dich sein. Na, mit dem Handbuch werde ich es schon schaffen. Naja, das Handbuch fehlt, aber du kriegst das bestimmt trotzdem hin. In der Datenbank stehen dazu ein paar grundlegende Anweisungen. Jetzt muss ich aber los. Bis bald. Pierre! Pierre! Verdammt! Klasse, da hat irgendjemand die Bedienungsanleitung verschlampt. Ja, das wird ja immer besser. Na, dann schauen wir mal kurz in die Datenbank. Wenigstens hat Pierre ein paar Informationen über den Chromatographen in der Datenbank für mich hinterlegt. So, dann gucken wir mal rein. Das wird er wahrscheinlich sein hier. Gaschromatograph, Interpol-Datei allgemein, grundlegende Verfahren und Umgebung. Bitte beachten Sie, dass die XD-Version, wie in Anhang A nachzulesen ist, nur zu Gebrauch in Innenräumen bei Normaltemperaturen und normaler Luftfeuchte konzipiert ist. Meinetwegen ist es ja bei uns. Unter anderen Bedingungen kann zu verfälschten Ergebnissen führen und oder das Gerät beschädigen. Stellen Sie den Beschleuniger... die Beschleunigerspezifikation nach den Angaben in Anhang B ein. Ja, wo ist Anhang B? Bei neuen Geräten ist es ratsam, während der ersten 25 Messungen die niedrigen Beschleunigereinstellungen zu wählen. Im Standardinitialisierungsmodus gibt das Gerät keine Abweichung von Nicht-Standardbedingungen an. Nach der Messung sollten Sie die Werte mittels einer externen Methode überprüfen, sicherstellen, dass sie innerhalb Anhang A angegebenen Normbereiche liegen. Ja, toll! Wer hat denn den Käse hier geschrieben? Verweist hier die ganze Zeit auf irgendwelchen Kram, den wir nicht haben. Ich hätte eigentlich eher so erwartet wie ziehe Hebel A und drücke Knopf B und dann ist das Ding soweit okay. Aber nö. Warum auch? Es wäre doch langweilig. So. Und wir haben doch drei Fehler gefunden. Ich weiß gar nicht, was die wollen. Na, wo ist denn der Chromatograph? Das wird es sein, das Ding. Ist der jetzt neu, oder... Unser neuer Chromatograph. Der hält hoffentlich länger als die Schrottkiste vorher. So, und wenn wir den jetzt benutzen... Ach du Scheiße. Was... Reset Ofen? Nee, Moment, kann ich hier? So, was haben wir denn da? Oh, ja, der braucht erstmal Saft. Was haben wir denn hier hübsches? Warnung. Bei der Erstkalibrierung des Gerätes muss unbedingt das Kalibrierprotokoll in Klammern 3 ausgewählt werden. Okay. Moment, da ist der Stecker. Die Stromzufuhr des Chromatographen. Dann hat wohl noch nie jemand damit gearbeitet. Zumindest nicht seit das Eigentlich sollte steht. Er nicht abgeschaltet sein. So, Kalibrierprotokoll. So, wie funktioniert denn das Ding hier jetzt? Gibt's hier irgendwo einen An-Ausschalter? Das wäre jetzt mal so das Erste, was ich suchen würde. Range, Output... Gott, ey, wie kann man von so einem Ding das Handbuch verschlampen? Also echt. Toll. Run. Immer besser, die Maschine anzuschalten, bevor man auf irgendwelche Tasten drückt. Blitzmerker. Ach, da ist der Schalter. So. Hardware-Initialisierung muss kalibriert werden. Um das Gerät zu kalibrieren. Beschreiben. Okay, jetzt müssen wir einmal Run drücken. Geben Sie den Umgebungstyp ein. Ich glaube, das war die 2. Das hat man ja...
kriegt man nicht irgendwo ein... Haben wir nicht sowas wie ein Dingensbummens? Nee, natürlich nicht. Naja, ich denke, es ist besser, den Chromatographen erstmal wieder auszuschalten. Ja, ist gut. Okay. Kann man sich die E-Mail nicht ausdrucken oder sowas? Na toll. Die kriegen mich hier echt noch zum Wahnsinn. So, jetzt gehen wir nochmal kurz ins Büro. Jax! Und gucken wir, dass wir die Infos zusammenkriegen, die wir jetzt brauchen. Mich würde mal interessieren, ob es bei dem Spiel eigentlich so was wie verschiedene Enden oder sowas gibt. So. Also. Bla bla bla, also Umgebungstyp 2. Ich schreibe das jetzt mal alles auf. Benutzung der Maschine und dann es kann zu verfälschten Ergebnissen führen. Bla 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 bla. So. Erste 25 Messungen. Niedrige Beschleunigereinstellungen. So. Einstellungen. Genau. So, dann müssen wir für die Messung den Standardinitialisierungsmodus abschalten, weil er dann keine Abweichung von Nicht-Standardbedingungen angibt. Mhm. Also Standard-Initialisierung-Modus abschalten. So. Und Werte mit externer Methode überprüfen. Oh Gott, das kann lustig werden, Leute. Ach je. Das ist ein toller Datenbankeintrag. Da kann man so richtig viel mit anfangen. So, und ich sollte mir vielleicht noch das Ding aufschreiben, wie das heißt. Das ist ein GTC55-XD. So. Bam. Gut. So, dann nehmen wir uns jetzt einfach mal die Zeit und bauen das Ding jetzt mal noch auseinander. Soweit. Es kann ja nur schief gehen. Hübsches Blümchen-Oberteil übrigens. Hm. So denn, dann auf ins Labor. Das kann ja nur schief gehen. Und dass wir so viel Mist gebaut haben, ich kann mir es fast nicht vorstellen. Na egal. So, du guter Gaschromatograf. Jetzt holen wir uns dich. Stecker. Stecker ist drin. So, das ist die Notiz. Da sind Warnung. Bei der Erstkalibrierung des Gerätes muss unbedingt das Kalibrierprotokoll in Klammern 3 ausgewählt werden. Okay, das werden wir jetzt wahrscheinlich gleich machen. Gibt's hier noch irgendwas? Nö. Gut, machen wir das Ding mal an. GTC55XD Initialisierung, genau. Chromatograph muss kalibriert werden, um das Gerät passende Werte, um das Gerät zu kalibrieren. Okay, laufen lassen. Umgebungstyp war 2. So, Umgebungstyp. Bitte wählen Sie die Kalibrierungsprotokollnummer. Moment. Warnung. Bei der Erstkalibrierung des Gerätes muss unbedingt das Kalibrierprotokoll in Klammern 3 ausgewählt werden. Okay, das heißt die 3. Bitte geben Sie die Spezifikation des Beschleunigers ein. Was für eine Spezifikationsnummer? 1 bis 3.
Was soll denn das bitte sein? Ich liebe das, ey. Steht hier irgendwas drauf? Kann man da was lesen? Nicht wirklich. Spezifikationsnummer. Was soll denn das sein? Nehmen wir mal die 1. Wir sollen die ersten 25 Messungen mit niedriger Beschleunigung machen. Standard-Initialisierungsmodus. Was wollen die dafür Zahlen haben? Da stand nichts mit Zahlen in der E-Mail. Na, dabei habe ich ja nun nicht gerade besonders geglänzt. Upsi. Okay. Machen wir die Bundeswehrmethode. Ah, toll. Die könnten hier doch wenigstens mal ein paar Sachen mal noch vielleicht haben. Na gut. Ich würde mal sagen, wir... Naja, ich denke, es ist besser, den Chromatographen erstmal wieder auszuschalten. Ja, und wir gucken uns das Ding dann in der nächsten Folge an. Das könnte etwas längerfristig werden. Reagenzgläser. Fotoständer, mit dem wir das letzte Mal ja schon so überhaupt nicht geglänzt haben. Ach, ist das toll. Okay. Ja, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!